Elon Musk wird ja ständig von irgendwelchen Leuten attackiert. Aber in den letzten Tagen ist eine dieser Attacken komplett aus dem Ruder gelaufen. Eine US-Senatorin hat Elon nicht nur angegriffen, sondern eine ganze Schmutzkübelkampagne vollgepackt mit Lügen gestartet. Wir schauen uns heute diesen Disput genauer an und beleuchten einige der hinterhältigen Lügen, die sie verbreitet. Im Anschluss daran habe ich noch das Wichtigste aus Boca Chica für euch, wo sich auch wieder jede Menge getan hat. Wenn du das Gefühl hast, dass du hier etwas lernst und du einen Mehrwert aus meinen Videos ziehst, dann freue ich mich, wenn du Mars Chroniken abonnierst, damit wir dem YouTube-Algorithmus zeigen, dass Raumfahrt für alle ist. Wer möchte, kann mich auch gerne direkt hier auf YouTube unter diesem Video oder auf Patreon mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Das ermöglicht es mir, immer bessere Videos für euch zu produzieren. Also hau auf den Like-Button, dann kann es auch schon losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Zu Beginn habe ich gleich ein recht blödes Rätsel für euch. Ihr seht hier einige Prototypen auf dem Testgelände in Boca Chica, aber dieser Booster scheint einen größeren Durchmesser zu haben als dieser Booster. Warum ist das so? Schreib mir deine Antwort in die Kommentare. Und diese unglaublich dramatischen Bilder möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Da schlägt einfach mein Fotografenherz höher. Ich möchte hier gleich die Gelegenheit nutzen, um auf den Twitter-Krieg zwischen Elon Musk und der US-Senatorin Elizabeth Warren, auch bekannt als Senatorin Karen, einzugehen, welcher an Drama diesem Bild nichts nachsteht. Für gewöhnlich mische ich mich auf Mars-Chroniken nicht in politische Angelegenheiten ein. Aber was in den letzten Tagen passiert ist, hat nichts mit Politik zu tun. Es hat alles damit begonnen, als Elon vom Time Magazine zur Person des Jahres gekürt wurde. Später ist auch Financial Times und Newsweek auf diesen Zug aufgesprungen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir wissen ja schon, dass Elon nicht nur der Mensch des Jahres, sondern des Jahrhunderts ist. Also keine Überraschungen soweit. Aus dem Nichts zwitscherte oder sollte ich sagen krächzte Warren folgendes: Ändern wir das gezinkte Steuersystem, sodass der Mensch des Jahres tatsächlich auch beginnt, Steuern zu zahlen und aufhört, bei allen anderen zu schmarotzen. Entweder ist sie hier extrem uninformiert oder sie verbreitet bewusst und vorsätzlich Fake News, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Es stimmt schon, dass Elon Musk seit kurzem der reichste Mensch der Welt ist, aber so einfach, wie sie es darstellt, ist das alles nicht. Elon hat theoretisch ein Vermögen von mehr oder weniger 300 Milliarden US-Dollar. Aber dieses Geld liegt nicht in bar unter seiner Matratze und auch nicht auf seinem Konto. Bei diesem Vermögen handelt es sich zum größten Teil um Tesla-Aktien, die er besitzt, weil er in den Anfangstagen von Tesla das meiste Geld in das Unternehmen gesteckt hat. Und Tesla schreibt erst seit ungefähr einem Jahr ernstzunehmende Gewinne. Er hat einen stabilen Autohersteller mit einem tollen Team aufgebaut und viel Arbeit hineingesteckt. Elon hat im Vergleich zu anderen Milliardären sein Geld nicht damit verdient, Klein- und Kleinstunternehmern die Geschäftsgrundlage unter den Füßen wegzuziehen. Wenn sie ihren Job als Senatorin gut gemacht hätte, wüsste sie vermutlich auch, dass Elon beim Abstoßen seiner Tesla-Anteile die höchste Summe an Einkommensteuern abführen wird, die die USA und vermutlich die ganze Welt je gesehen hat. Elon wird allein in Texas 11 Milliarden US-Dollar an Steuern abführen, wenn der Verkauf der Tesla-Aktien abgeschlossen ist. Es ist nämlich auch nicht ganz so einfach, diese Mengen an Aktien zu verkaufen. Ich bin der Meinung, dass die Armutsschere immer weiter auseinandergeht. Das ist kein guter Wirtschafts- oder Gesellschaftsindikator. Aber Elon geht mit Geld viel besser um, als ein Politiker oder eine Politikerin es je könnte. Sie nennt ihn Schmarotzer. Elon hat allein in den USA 100.000 Arbeitsplätze geschaffen. Und nun auch in anderen Ländern. Nicht zuletzt auch in Deutschland und Österreich. Nicht ganz im selben Ausmaß, aber immerhin. Tesla hat in den Anfängen einen Kredit von der US-Regierung erhalten, den sie im darauf folgenden Jahr vollständig mit Zinsen frühzeitig zurückgezahlt haben. Das Geld, das SpaceX von der NASA und den Militärs erhalten hat und auch weiterhin erhält,
sind keine Geschenke. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Zahlungen für Dienstleistungen, die SpaceX diesen Einrichtungen erbringt. Außerdem behauptete Elizabeth Caron jahrelang, dass sie Nachfahrin der amerikanischen Ureinwohner sei, nur um politisches Kapital zu schlagen. Wie niederträchtig kann man sein? Sie wurde entlarvt und hat sich für diese Lüge entschuldigt. Wer weiß, was sie sonst noch für Lügen verbreitet hat. Unaufrichtig, rückgratlos und nur den eigenen Vorteil im Sinn. Das sind mir die liebsten Menschen. SpaceX erbringt der NASA und den Militärs die doppelte oder dreifache Leistung für das gleiche Geld, wie es ein ULA oder sonstiger Auftragnehmer der US-Regierung je könnten. Elon Musk wurde nichts geschenkt. Er hat auf die richtigen Pferde gesetzt und wurde ausgelacht. Er hat seine familiäre Situation, seine Gesundheit und im Endeffekt seine ganze Existenz für SpaceX und Tesla aufs Spiel gesetzt und sie nennt ihn Freeloader. Also Schnorrer bzw. Schmarotzer. Ich glaube, ich spinn. Einige Tage später habe ich diese Facebook-Werbekampagne entdeckt. Das ist jetzt die Höhe. Sie hat einige Grafiken erstellen lassen und für abertausende US-Dollar beworben. Ich werde nicht alle vorlesen, aber schaut mal, was hier steht. Elon Musk wurde in der Pandemie 250 Milliarden US-Dollar reicher und wenn ich ihn darum bitte, einen fairen Teil an Steuern abzuführen, dann weint er wie ein Baby. Möchtest du 10 US-Dollar spenden, um die Reichensteuer einzuführen, die reichen 1% in Schach zu halten und für die arbeitenden Menschen zu kämpfen? Wohlgemerkt, dass sie mehr Häuser besitzt als Elon. Und verlangt vom arbeitenden Volk eine Spende von nicht bescheidenen 10 US-Dollar. Dazu verwendet sie dieses Bild von Elon, wo ich denke, dass er eigentlich ziemlich gut aussieht. Aber das Design sieht aus wie von einem schlechten YouTuber, der Clickbait betreibt. Und noch einmal, Elons Vermögen ist gewachsen, aber er hat tatsächlich nichts verdient. Um Steuern zu zahlen, muss er erst Tesla-Aktien verkaufen. Elon ist unsere größte und beste Hoffnung auf eine gute Zukunft und sie beschmutzt seinen Namen mit so einem Mist. Und wofür braucht eine Politikerin zusätzliches Geld vom Steuerzahler, um sich für ein Gesetz stark zu machen? Sie bekommt doch schon ein horrendes Gehalt. Sie fragt nach einer Spende von 10 US-Dollar. Aber fliegt mit einem Privatjet herum, wie wir hier sehen. Und als sie die Kamera entdeckt, versteckt sie sich hinter dieser Frau. Echt erbärmlich, heuchlerisch und traurig. Es handelt sich hier nicht um irgendwen, meine Lieben. Es geht hier um eine gewählte US-Senatorin. Und sie verbreitet derartige Lügen, nur um persönlichen politischen Profit zu schlagen. Ich bin ja generell gegen derartige Politik. Politiker, die mit Hetze arbeiten, sollten abgeschafft werden. Ich produziere diese Ausgabe mit der Gefahr im Auge, selbst zu Caron zu werden. Aber ich wurde nun mal so erzogen, etwas zu sagen, wenn ich Ungerechtigkeit sehe. Und die Senatorin tut Elon hier Unrecht an und nennt ihn später ein weinendes Baby, wenn er sich verteidigt. Es beschäftigt sich ja nicht jeder so viel mit Elon und seinen Unternehmungen. Der normale arbeitende Mensch sieht die Werbung auf Facebook und denkt sich, dieser miese Schmarotzer. Leider ist es so einfach, die Meinung von manchen Menschen zu beeinflussen. Vor allem, wenn die Kampagne von einer vermeintlich seriösen Politikerin kommt. Ich würde mich echt freuen, wenn sie ihren Posten als Senatorin verliert. Ihre Facebook-Seite ist in der Videobeschreibung unten verlinkt. Ich habe ihre Seite wegen politischer Hetze gemeldet. Es stimmt schon auch, dass Elon einen Privatjet hat. Aber er braucht ihn tatsächlich, um seine zahlreichen Unternehmungen, die mittlerweile weltweite Standorte haben, am Laufen zu halten. Wir wissen auch, dass Elon in den letzten 20 Jahren 2 Wochen Urlaub gemacht hat. Er hat das Bankenwesen umgewälzt, die Raumfahrtbranche wachgerüttelt und die Automobilindustrie erschüttert. Und was hat Senator Caron gemacht? Ich habe ihren Namen vorher noch nie gehört. So viel dazu. Es zwingt sich jetzt die Frage auf, warum scheinbar so viele Politiker gegen Elon Musk sind. Auch der US-Präsident Joe Biden hat es bei zahlreichen Ereignissen geschafft, Elon und seine Errungenschaften einfach klein zu machen, zu ignorieren und seine Lorbeeren einfach General Motors umzuhängen. Aber darum geht es nicht. Dazu haben einige andere YouTuber gute Videos produziert. Die Frage ist in meinen Augen recht einfach zu beantworten. Elon spendet im Gegensatz zu General Motors, Lockheed Martin und den anderen Großindustriellen kein Geld an Politiker.
Er lässt sich nichts diktieren und macht, was er für richtig hält und nicht, was ein weltfremder Politiker aus politischen Gründen von ihm verlangt. Und er hat eben diese Branchen zerstört, die viel Geld an die Politik zahlen. Elon macht sein Ding und die Qualität seiner Produkte spricht für sich. Das sehen die Großindustriellen nicht gern. Sie hätten am liebsten für weitere 50 Jahre so weitergemacht, bis uns das Erdöl und die Luft zum Atmen ausgeht. Elon hat keines seiner Unternehmen gegründet, um reich zu werden. Geld war nie eine Motivation für seine Abenteuer. Er war sich der Tatsache bewusst, dass wenn er herausragende Produkte anbietet, dass das Geld als Nebenprodukt ganz von allein kommt. Man sollte nicht dem Geld, sondern einer Vision hinterherlaufen. Da liegt der große Unterschied zwischen Elons Unternehmen und den meisten anderen Unternehmen. Er bricht alte Systeme auf. Das ist furchterregend. Ich kann das schon verstehen, aber das sind erwachsene Menschen, die Jahrzehnte am Futtertrog gesessen sind. Sie sollten mal nicht weinen. Wenn sie ihre Fabriken zusperren müssen, kommt ein großer Teil ihrer Belegschaften sicher bei Tesla, SpaceX oder einer der anderen genialen Unternehmen von Elon unter. Ich behaupte hier nicht, dass Elon perfekt ist. Ganz und gar nicht. Niemand ist perfekt. Aber er ist aufrichtig und verfolgt ein nobles Ziel. Auch wenn er manchmal übermäßig optimistisch ist, wenn es um die Kommunikation von Terminen geht, hat er doch mehr Integrität als so mancher Politiker oder CEO. Seine Unternehmen zahlen ordentliche Gehälter und sie bringen die Technologie voran. Eine Sache, die Elon auch verstanden hat, was aber noch nicht bei jedem Menschen angekommen ist, ist, dass wir Teil einer tollen Spezies sind. Wie Adam Smith es in seinem Klassiker The Wealth of Nations darlegt, sind wir nur so weit gekommen, weil wir uns die Aufgaben teilen. So kann sich jeder und jede auf etwas anderes spezialisieren. Das macht viel mehr möglich, als wenn jede Person und jedes Land auf eigene Faust versucht zu überleben. Menschen haben Stärken und Schwächen und das ist auch gut so. Elon hat ein besonderes Talent, diese Stärken von Menschen zu erkennen und das Maximum aus ihnen herauszukitzeln. Das macht viel mehr möglich. Leute wie die Senatorin Karen sagen oft und gern, dass Dinge nicht möglich sind. Aber man braucht sich nur ansehen, was in der Welt passiert, dann wird man eines Besseren belehrt. Dieser Wahnsinnige schickt Raketen mit Tausenden von km/h ins All und landet sie komplett automatisch aufrecht und weich auf Plattformen mitten im Ozean. Mir braucht niemand mehr erzählen, dass irgendetwas unmöglich ist. Nur weil manche Dinge die Vorstellungskraft einiger Menschen übersteigen, heißt es nicht, dass sie nicht möglich sind. Alles ist möglich, wenn wir als Menschheit zusammenfinden und zusammenhalten. Elons Unternehmen sind da ein sehr gutes Beispiel dafür. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf den Artikel eingehen, der Elons Person of the Year Award begleitet hat. Dort wurde ein Foto der Inspiration 4 Crew abgedruckt. Wohlgemerkt abgedruckt. Das ist die Druckversion des Time Magazine. Jared Isaacman, Hayley Arsenault und CM Proctor sind auf einem Foto mit dem Fotografen John Krause abgebildet, also nicht mit dem vierten Crewmitglied Chris Zembrowski, sondern mit irgendwem anderen. Peinliche Vorstellung von einem renommierten Magazin. In diesem Bereich kenne ich mich aus und kann solche Fehler erkennen. Wer weiß, wie oft uns sonst noch derartige Fehlinformation weitergegeben wird. Abgesehen vom falschen Bild ist der Artikel auch voller Missverständnisse und Fehler. Also der Time-Journalist Jeffrey Kluger ist definitiv kein Tank-Watcher. Fehler passieren und ich unterstelle ihm jetzt einfach, dass es nicht absichtlich passiert ist. Aber es müsste doch eine Redaktion geben, die derartiges überprüft. Aber was weiß ich schon als kleiner YouTuber? Schreib mir bitte deine Meinung dazu in die Kommentare. Rege ich mich hier zu Unrecht auf oder gehört derartige Hetze echt verboten? So, genug aufgeregt. Schauen wir mal, was sich in der Entwicklung von Starship tut. Beginnen wir dafür wie immer mit der Grafik von Brandon Lewis, die uns einen tollen Überblick über den Baufortschritt der einzelnen Prototypen verschafft. Das Schiff S20 steht weiterhin auf dem Teststand B auf dem Testgelände und erwartet weitere Tests. Die beschädigten Hitzeschutzkacheln wurden ersetzt und repariert. Die Häken, mit denen das Schiff transportiert wird, wurden entfernt. Das lässt darauf schließen, dass das Schiff auf seinen Orbitalflug vorbereitet
zubereitet wird. Zuletzt wurden diese orangen Dinger am Schiff angebracht. Niemand weiß genau, wofür sie benötigt werden. Einige vermuten, dass diese eine Art Blackbox sind, die die Daten des Orbitalflugs aufzeichnen, falls der Prototyp frühzeitig abstürzt. Was denkst du, wofür diese Dinger sind? Schreib mir deine Gedanken in die Kommentare. S21 Tanksektion ist fast fertiggestellt, genauso wie seine Frachtsektion mit dem fertigen Hitzeschild. Sie werden vermutlich in den nächsten Tagen miteinander verheiratet. Ebenfalls im Midbay befindet sich S22. Diesem Prototyp fehlt aber noch der Triebwerksraum. Eine Nasenspitze dafür wurde noch nicht gesichtet. Ich denke, dass im Moment der Fokus auf S21 liegt. Auf diesen Aufnahmen von NASA-Spaceflight.com ist zu sehen, dass S21 aus dem Midbay hinausgeschoben wurde. Dieser Prototyp hat schon beinahe seinen vollständigen Hitzeschutz. Unglaublich, wie schnell sie Fortschritte machen, wenn man bedenkt, dass es sich dabei erst um den zweiten vollständigen Hitzeschild handelt. Dennoch ist hier zu sehen, dass nach Inspektionen jemand mit zahlreichen Kacheln unzufrieden war. Kurzer Sprung zu S15, bei dem Teile der Steuerfläche entfernt wurden. Warum die Steuerfläche von S15 geöffnet wurde, ist mir nicht ganz klar. Vielleicht braucht das Elon für einen Punkt seiner Präsentation. Da wo dieser Prototyp steht, stehen auch noch S16, der Testtank B6 und der fertiggestellte Booster 5. Diese stehen vermutlich hier bereit für die anstehende Starship-Präsentation von Elon in den nächsten Wochen. Da sich B5 nun auf dem Starship-Parkplatz befindet, rätseln manche, dass B5 schon überholt ist und verschrottet wird. Es könnte auch einfach sein, dass sie den Platz im Hochschutz brauchen. Aber es kann auch sein, dass der Booster nur für die Starship-Präsentation dorthin gebracht wurde. Außerdem gibt es im Moment vermutlich nicht genügend Raptoren für diesen Booster. Denn die kommenden Iterationen werden mit Raptor V2, also der nächsten Generation, ausgestattet. Diese bereiten augenblicklich Elon und der Antriebsabteilung von SpaceX Kopfschmerzen. Denn der Raptor wird sich weiterentwickeln und soll am Ende des Tages rund 230 Tonnen Schub erzeugen. Nach Raptor V2 werden die Triebwerke so stark verändert worden sein, dass sie dann einen neuen Namen erhalten werden. Booster 4 wurde auf den orbitalen Starttisch gehoben und hat sich bereits einiger Tests unterzogen. Dabei wurde der Booster mit flüssigem Stickstoff befüllt, um seine strukturelle Integrität zu überprüfen. Was hier aber noch mehr im Fokus steht, ist die Funktionstüchtigkeit der Infrastruktur. Denn diese ist in den letzten Tagen zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. Und aus Wien habe ich folgende Diagnose stellen können. Alles funktioniert tipptopp. Schaut euch mal an, wie komplex dieser Starttisch ist. Es wurden hier mindestens 6 Meter Leitungen verlegt. Sorry für den schlechten Witz. Was ich damit sagen will, ist, dass die Infrastruktur auch laut Elon um ein Vielfaches komplexer ist als das Starship Super Heavy System selbst. Deswegen muss diese auch ordentlich getestet werden. Dank OVS-Animationen von SpaceX 3D Creation Eccentric sehen wir, wie viele mechanische Teile verbaut sind und funktionieren müssen. Die Idee hinter der komplexen Infrastruktur ist, dass man das Starship Super Heavy System so leicht wie möglich macht, indem man so viel wie nur möglich am Boden lässt. Im Moment befindet sich die Raumfahrt in einer ähnlichen Phase wie damals, als man die Autos noch mit Kurbeln starten musste. Ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft vieles wesentlich einfacher bzw. selbstverständlicher wird. Die äußeren Triebwerke werden mit Hilfe des Starttisches gestartet. Denn zum Starten eines Raptor-Triebwerks braucht man ein Gas, welches in diesen sogenannten COPVs gelagert wird. Um Gewicht zu sparen, werden nur so viele COPVs mitgenommen, dass man die inneren Triebwerke starten kann. Denn für die Landung werden nur die inneren Raptoren benötigt. Sie haben auch die Beine des Boosters in die Infrastruktur integriert. Ebenfalls dank OVE sehen wir, wie die Fangarme des Turmes funktionieren könnten. Der Booster hat im Verhältnis recht kleine Zäpfchen, die in die Fangarme einrasten und im Anschluss von einer Hydraulik ausgerichtet werden, damit der Booster auch richtig herum auf den Tisch gesetzt werden kann. Denn es gibt nur eine Position, in der der Booster platziert werden kann. Sonst kann der Versorgungsadapter nicht am Booster andocken und ihn betanken. Wenn wir schon beim Booster sind, möchte ich euch noch diese Bilder zeigen, die euch sicher schon untergekommen sind, weil sie Elon höchst selbst gezwitschert hat. Hier sind die inneren
Raptor-Triebwerke vom Booster 4 zu sehen, wie sie einen Freudentanz aufführen. Diese können sich bewegen, um später im Flug manövrieren zu können. Sowohl beim Auf- als auch beim Abstieg. Es gibt noch zwei Testtanks. B2.1 und B6. Ersterer hatte sich schon Cryo-Tests unterzogen und hat diese Kappe bekommen. Und wieder küssen wir Oves Augen für diese Animation, die uns zeigt, was SpaceX mit diesem Testgerät vorhat. Die Seile werden dazu verwendet, den Druck beim Auf- und Abstieg zu simulieren. So können einzelne Belastungen an bestimmten Stellen erzeugt werden. An dieser Stelle möchte ich euch ein kleines Schmankerl zeigen. Ich bin ja der Meinung, dass wir alle Kinder der Erde sind, aber es freut mich trotzdem zu sehen, dass Equipment aus meiner Gegend verwendet wird. Hier ist eine Hub-Arbeitsbühne von Palfinger, einer österreichischen Firma. Weiß nicht, was man mit dieser Info anfängt, aber besser als man hat die Info nicht. Werfen wir noch einen Blick auf die Infrastruktur in Starbase. Felix von What About It nennt den neuen Hochschutz Mega Bay. Ich finde das cool und übernehme das jetzt einfach. Danke Felix. Der Mega Bay wächst rasant in die Höhe. Hier werden die Teile am Boden noch weiter vorgefertigt als beim alten Hochschutz. Somit schreitet der Bau noch schneller voran, beziehungsweise in die Höhe. Schaut euch mal an, wie viele Bautrupps im Einsatz sind. Ich vergleiche immer gerne Baustellen in Wien mit der SpaceX Baustelle und sehe vor allem einen großen Unterschied. Bei SpaceX wimmelt es nur so von Menschen, bei den Baustellen bei mir um die Ecke nicht so sehr. Und das ist nur der Anfang. Ich vermute, dass SpaceX 2022 damit beginnen wird, einen Ersatz für die Zelte zu bauen. Der Bau einer permanenten Fabrikationshalle muss aber passieren, ohne dass die Arbeiten an den Prototypen eingestellt werden. Dafür kann ich mir zwei Möglichkeiten vorstellen. Entweder wird die Halle abseits der Zelte gebaut und dann wird alles übersiedelt. Oder die zweite Möglichkeit, die ich mir gut vorstellen kann, ist, dass sie die Halle einfach um die Zelte herum bauen und dann die Zelte in der Halle abbauen. Was denkst du, was sie machen werden? Hast du einen alternativen Plan für den Bau einer Gigahalle? Spätestens wenn der Bau des Mega Bay abgeschlossen ist, werden die Zelte zu klein werden und nicht mehr ganz hinterherkommen mit der Produktion von Einzelteilen für Booster und Schiffe. SpaceX muss Starship bald in Betrieb nehmen, denn die neue Generation der Starlink-Satelliten passt nicht mehr in die Falcon 9. Sie sind zu groß und zu schwer. Daher glaube ich, dass sie sehr bald mit operativen Starlink-Missionen beginnen könnten. Einige wenige Orbitalflüge werden reichen, um mit dem Transport von Starlink-Satelliten zu beginnen. Das wird dann auch eine Vertrauensbasis für zahlende Kunden schaffen. Und ich sage euch das jetzt schon, dass Starship in kürzester Zeit beinahe alles an sich reißen wird, was ins All fliegen soll. Sogar die kleinsten CubeSats werden auf Starship zurückgreifen. Bei einem geplanten Startpreis von 2 Millionen US-Dollar kann nichts und niemand mithalten. Um euch die Geschwindigkeit von SpaceX noch einmal vor Augen zu führen, möchte ich euch zum Schluss noch diesen Vergleich von ROGV Aerial Photography zeigen. Oben sieht man die Produktionsstraße im Jänner 2019 und unten im November 2021. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel mehr sagen. Und hier noch ein Blick auf die neue Tankfarm aus der Luft. Ich hoffe, dass sich bei SpaceX irgendwer noch auskennt, denn ich habe den Überblick verloren. Zum Schluss habe ich noch ein paar Kleinigkeiten für euch. Starhopper hat eine neue Antenne bekommen. Dieser zähe Kerl wird mit jedem Tag nützlicher. Ihr wisst schon noch alle, wer oder was Starhopper ist. Oder soll ich mal ein Hommage-Video für Starhopper produzieren? Hier noch diese unglaubliche Aufnahme von unserem ältesten und schönsten Satelliten, dem Mond. Diese Aufnahme ist von Nick Ansuini von nasaspaceflight.com. Ich gebe euch einen Moment, um das zu genießen, bevor wir zu den Straßensperren der Highway 4 kommen. Während ich hier schreibe, sollte die Straße für Booster-Tests gesperrt sein. 21. Dezember bis 23. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr Ortszeit, wird die Straße gesperrt. Zu Weihnachten finden keine Straßensperren statt. Vermutlich will der Sheriff da nicht arbeiten. SpaceX wird aber mit Sicherheit weiter an Starship arbeiten. Weitere Sperren sind für den 27. bis 30. Dezember ebenfalls von 10 bis 18 Uhr angesetzt. Und bevor wir zur Auflösung des Rätsels kommen, möchte ich noch gerne auf den James Webb Start am 24. Dezember hinweisen. Ich werde zu Weihnachten arbeiten. Denn da wird das James Webb Weltraumteleskop auf seine lange Reise zum L2-Punkt hinter den Mond geschickt. Das ist
das astronomische Ereignis des Jahrzehnts. Als Gast habe ich den James Webb-Spezialisten Andreas von IGIS Cosmos eingeladen. Wir beide werden den Start gemeinsam für euch hier auf Mars Chroniken kommentieren. Ich werde am 24. Dezember um 11.30 Uhr beginnen zu streamen und freue mich auf zahlreiches Erscheinen und viele Fragen im Live-Chat. Ihr findet den Link zum Stream hier unter dem Video. Jetzt möchte ich mich noch einmal gerne bei allen meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Ganz besonderer Dank geht an meinen neuesten Missionsspezialisten Raphael. Auch ein besonderer Dank geht an meinen langjährigen Freund Adrian, der mir dieses Starship-Modell 3D gedruckt hat. Danke Adrian! Danke euch allen! Ihr macht es möglich, dass ich diesen Kanal auf neue Ebenen heben kann. So meine Lieben! Damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und per aspera ad astra.